Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge Green Hell. Natürlich immer noch mit dem Nico, der irgendwas auf mich werfen will. Ich habe Angst. Ist nur eine Steinklinge. Okay. Ja, wir haben hier ein bisschen unser Lager ausgebaut. Nein. Okay. Alter, Nico ist eine Schlange. Oh. Alter, what the fuck? Hier. Hä, da ist nix. Hä, hier, wo ich hinkomme. Ach, null. Ja, jetzt nimm. Wo kommen die denn her? Die war letztes Mal nicht da, oder? Nein. Hallo? Ich würde gerne nehmen. So. Stock. Ich bin müde. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Also, es regnet gerade. Ich hoffe, meine Sounds passen jetzt auch alle, weil, ja... Ich das hat die letzten schlafen. Male ich nicht so Bett. Ganz gepasst. Ja, alles gut. Soll ich mich auch hinlegen? Dann geht's was schneller. Okay, wie mache ich das nochmal? Recht. Schlafen. Okay. Hast du das bei dir auch? Wir müssen aufstehen, schon ist Nacht. Alter. Ach was. Wir sind Team Nachtaktiv. Oh nein, ich hab einen Wurm. So, wie war das nochmal, um die Uhr zu öffnen? Nein. 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 Leute, nein. Ihr habt es hier mit Vollprofis zu tun. Wie war das nochmal? Die Uhr ist R. Ja. Nee. Nee, scheiße. F. F. ja. Eine Vollprofis. Trinken. Noch eine? Noch eine. Geistige Gesundheit. Ah, sehr gut. Ah, ich muss mich untersuchen. Ich muss mich kurz untersuchen. Weil ich habe irgendwo einen Wurm. Was mache ich gegen einen Wurm? Ich habe auch allgemein keine so ganz. Dein Shirt schimmelt oder so. Oh, das ist nicht gut. Vielleicht mal waschen oder so. Ja. So. Große Überraschung ist heute Nacht. Boah. Bin ich letztes Mal gestorben? Keine Ahnung. Mein Inventar ist komplett leer. Hast du nicht gespeichert? Also, ich habe 2-3 Items, aber ich habe halt nicht... Ich dachte, mein Inventar wäre voll gewesen. Naja. Ja, vielleicht für die Zuschauer, die letzte Aufnahme ist 2 Wochen. Nee, eine. Eine? Oh. Ja. Dann halt eine Woche her. Und in einer Woche kann man alles ergänzen. Ja, vor allem, wenn man halt viele Sachen gleichzeitig macht. Das war daneben. Was leuchtet da hinten? So grün, da gehe ich jetzt erstmal hin. Ach, Moment, wir haben doch auch eine Kiste gebaut, glaube ich. Wir haben zwei Kisten sogar, Nico. Wir haben zwei? Oh, stimmt. Ja. Man sollte trockenes Blatt. Trockenes Blatt kann ich eigentlich dir geben, weil du bist ja Feuermeister. Ich bin hier der Feuermeister, ja. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Oh. Ja, das ist absolut richtig. Weil trockene Blätter hat es ja auch ein paar. Das Spiel lügt mich nicht an. Wurm, geistige Gesundheit minus 3. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Das ist absolut nicht gut. Ich muss. Oh, stimmt. Hier haben wir ja auch noch lauter Fleisch und so rumliegen. Weißt du noch, wie ich. Was? Unverbranntes Schweinefleisch. Nein. Ich jag kurz. Moment. Mach du. Wo ist es hin? Proteine kann ich gebrauchen. Wo ist es hin? Ich nehme. Huch, da war ein Stock auf der Kiste. Ich nehme mir mal. Ja. Kacke, wo ist es hin? Hier, Essen. Was liegt hier? Moment. Rot war Proteine, gelb. Grün war Fette, was war nochmal gelb? Kohlenhydrate.
Und hier hat man. Nico, ich hab unser Bananen Viech gekriegt. Verloren. Oh. Soll ich mal versuchen? Na, ich hab's sehr getroffen, aber dann ist es ja abgehauen, aber ich weiß nicht wohin. Ja, dann aber hast das es stirbt nicht getroffen. Ja. Doch, das stirbt irgendwann, aber das muss man halt nachverfolgen. Aber es könnte ja hier überall sein. Oh Mann, ey. Ah ja, ne Moment, es war ja hier mit der Axt einfach draufhauen, oder? Stimmt. So, jetzt kann ich die Kokos. So, Speer. Hier liegt's! Ich hab's. Geil. Oh, jetzt habe ich draufgehauen. Sorry. Erstmal draufhauen nochmal, um zu gucken, ob's da wirklich tot ist. So, das war die Hauptschlagader. Also mein Vieh ist direkt gestorben. Hä? Du bist ein Tier. Aber ich glaube, mein Speer ist jetzt kaputt. Ja. Nee, den Speer sammelst du auch wieder ein. Ah ja, habe ich. Stimmt. Ah, kacke, was war das? Ich muss mich säubern. Also ich hab Hallo, es regnet. Wieso säuberst du also dich nicht automatisch? Ich hab grad ein Pekari. Ja, hab ich auch. Wow. Ah, so, hi Nico. Was ist denn überhaupt der Plan jetzt? Warte mal. Ja. Ich muss gucken, dass ich meinen Wurm wegkriege. Das wollte ich eigentlich gucken. Und wir müssen nur unbedingt das gucken, dass... N. N? Alter, warum so weit weg? Kannst ja rumlegen. So, Ausschlag, Ekelfieber, sieht ein Wurm. Wurm. Wurm mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Ist das einfach nur Dreck? Hattest du nicht mal eine Knochen- oder Fischnadel? Hatte ich. Ich glaube, die macht man aus einem Knochen. Das könnte doch raus sein, ja. Ah, macht Sinn, wa? Mhm. Mr. Oberschlau. Mr. Oberschlau war mal wieder am Start. Wie immer. Und hat gut kombiniert. Mhm. Sie sind der nächste Bomb. So, Steine können wir auch immer gut gebrauchen. So, hier haben wir zwei Steine. Zwei Knochen. Oh, ich hab ja noch. Ah, stimmt, du hast ja auch gerade ein Vieh. Alter, hier ist schon wieder eine Schlange. Fuck. Oh, lol. Oh, fuck. Mir geht's überhaupt nicht gut. Tja, dann krepier halt. Kacke. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. So, hier haben wir ja diese ganzen Lehmziegel da gemacht und... Sammeln? Ja, das Ding da, wo ich ein ganz... Also, da kam Kohle. Knochennadel! Drauf. Ich hab eine Knochennadel! Nee, Quatsch, andersrum. Ich will die Knochen... Okay. Hm? Geistige Gesundheit plus 1. Ah ja. Ich hab... Aber, Juli, was ist überhaupt der Plan für heute? Wir haben ja bis jetzt noch nichts gemacht. Ja, ich hätte, wie gesagt, ich hätte gesagt, wir gucken, dass wir hier das, wo ist unser Feuer? Du schon längst ausgebrannt. Ach du Scheiße, ich bin gleich. So gut wie tot, ja, ich seh's. Warte mal, ich schmeiß mal hier alles hin. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ja, ich kann... Ah ne, died. Nicht, Was ja, macht denn das? Meine geistige Gesundheit leidet wegen dir, ey. Was habe ich denn hier aufgenommen, um Gottes Willen? Sollen wir heute mal weiter erkunden gehen? Oh, das könnten wir auch machen. So ein bisschen mal die Gegend. Ein Wurfhaken. Stimmt, da war ja was. Was wäre denn ein logisches Ding, um einen Wurfhaken zu erstellen? Nein, das wollte ich nicht. Wie auffangen. Vor allem, wenn ich es ja richtig sehe, wir müssen das ja irgendwie erst einmal gebaut haben, damit wir das Rezept kriegen, wo ich dann auch genau. So sage, hä? Ne, drei Seile sind zu viel. Stopp. Nein. Ich drücke E. E. Was ist das? Ich drücke ganz viel E, damit ich meinen Sach wieder kriege. Ja, das geht ein bisschen auf die Nerven.
Ich habe keine Axt mehr, wenn ich es richtig gesehen habe. Lagerfeuerasche, nee, nee, nee. Wir haben, wo haben wir Steine? Haben wir die wie schon wieder alle verbrannt? Fuck, was? Steine. Ach, hier Nein, sind ein Steine paar. sind in der Kiste. In der Ja, rechten Kiste. irgendwie. Aber ohne so ganz viele. Nee, Quatsch, das ging, glaube ich, so. Wie Ich ging denn experimentiere nochmal? hier mal, ne? Ja. Okay. Oh, nicht okay. Ah. Stock. Stock? Nee. Liegt ein Stock. Wobei Ein kleiner Stock. Seil, Stein und irgendwie zwei kleine Stöcke, das war doch ein Speer oder so. Nee, Speer musst du erst zwei Steine miteinander kombinieren und dann musst du dann da noch einen langen Stock dazu machen. Ah. Das war ein Speer. Stock, 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 kleiner Stock, kleiner Stock, Stock, Stock. Ich sammle mal wieder ein paar Stöcke, also. Mal gucken. Dann musst du wahrscheinlich einen Baum fällen für, gehe ich mal von aus. Ja, hier liegen ja einige Stöcke. Ja, aber einen langen Ja. Stock kriegst du nur aus einem Dings. Okay, jetzt kann ich das noch mit einem Ding kombinieren. Mit Stein. Stockklinge, stimmt, das war's. Ja. Das war eine Stockklinge. Irgendwie muss es ja vorangehen. Ja, es ist tatsächlich auch ein bisschen krass. Es macht ja auch nicht wirklich Sinn, jetzt sage ich mal, auf eine Fleischjagd zu gehen, weil das Fleisch verdirbt ja eh in 2 Stunden, ja? Wir haben noch so viel in der Kiste. Ja, aber das verdirbt ja eh. Ja, aber wie gesagt, wir haben noch so viel in der Kiste. Mindestens drei Stück gebratenes Fleisch haben wir hier rumliegen. Das verdirbt in 23 Stunden. Und dann habe ich eins, zwei, drei. Ich habe auch richtig viel Fleisch im Inventar gerade. Oh, Nico, wenn wir diese Ries. Ich hab doch hier mal. Weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich hab doch hier mal so einen riesigen Stapel von so Blättern hingelegt, wa? Leute sind weg. Die sind weg. Das sind jetzt getrocknete Blätter. Ah, wo? Hast du eine eingesammelt? Ja, die lege ich mal kurz hier in die Kiste rein. Okay, getrockneter Operator ist auch gut. Und bevor wir losgehen, hätte ich tatsächlich gesagt, dass wir uns so eine Kokosnuss mit Seil machen, weil das ist eine Trinkflasche. Oh lol, ernsthaft? Ja. Eine ganze Kokosnuss, Kokosschalen. Ja, ich glaube, das war eine ganze. Mit einem Seil. Naja, Kokosnussbidon. Du hattest noch eine Kokosnuss? Ja. Oh. So, und was genau macht. Ah, das kann man wieder auffüllen. Das kannst du jetzt auffüllen, indem du jetzt auf diese Kokosschalen zum Beispiel gehst. Ernsthaft? Ja. Trinken, Kannst du das verschlucken, auffüllen? nehmen. Nehmen? Nee. Hä? Ach lol, Nico, hier ist unser Steinlager, ich hält. Ah, da. Hier, wo ich gerade stehe. Ach lol, und das kann auch ein gutes Stück Damit kannst du bis mehr. 50 Hydration aufladen. Bei mir 40, aber okay. Oder 40, ja. So. Und die anderen Kokosschalen, die schmeiße ich mal wieder raus. Stimmt. Schmeiß ja. Alter! Bin mal gespannt, ob ich das irgendwie nach Folge 50 oder so richtig mache. Wie geht's mir denn? Oh, ich muss Also mal mir geht's echt trinken. gut eigentlich. Ich Oh, bräuchte ein scheiße, jetzt hab ich. paar Kohlenhydrate. Ich gehe mal unten gucken, ob ein Bananen da sind. Die kann man ja mitnehmen. Ja. Ich bräuchte Rot. Das waren, glaube ich, Fette. Das kriege ich eigentlich durch ein Fleisch, Rot oder? sind Rot sind Proteine. Guck in der Kiste, da hast du einen ganzen Stapel gebratenes Fleisch. In der linken Kiste. Oh ja. Nicht das schwarz verbrannte, aber
Oder auch noch gutes Fleisch da. Und wo? Wo? Unten in der Ecke. Ah, okay. Ja, stimmt. Juli blind. So kennt man es halt. Dann lege ich aber da mal mein rohes rein, weil dann könnten wir das anbraten, wenn wir wiederkommen. Mhm. Ich höre fliegen. Hier muss doch irgendwo wieder eine Leiche liegen. Ah ne, die Exkremente. Das tut auch. Ich sehe keine Bananen. Das ist schon mal schlecht. So. Ja, und jetzt... Jetzt fängt bei mir die Uhr an, natürlich wieder deswegen zu meckern. Aber ich habe vorhin hier doch Nüsse gesammelt. Eine Nuss. Ah, der ist auch fett. So. Ja, auf die Kokosnuss zu nehmen, du Idiot. Von Lianen habe ich eine verwertet, das heißt, ich kann eine einsammeln. Ja. Ich verlaufe mich schon mal, ne? Ja, wo bist du denn hin, du Held? Oh. Wieso läufst du einfach weg? Ich glaube, hier passt was nicht ganz mit der Map. Warum? Man sieht unter die Felsen. Oh. Wo bist denn du hingelaufen? Von der, du gehst Richtung Bananenbaum, aber einfach immer weiter. Okay. Und mehr gibt's ja eigentlich auch nicht zu sehen, weil du hast den ganzen Fluss drumherum. Ich sehe dich schon. Ah, hier war der Bananenbaum. Ha, 1, 2, 3 Bananen. 4 Bananen. Sehr gut. Sehr gut. Hier. Wo hier? Weißt du, was mich mega interessieren würde? Da unten mal hinzugehen. Also den Wasserfall mal runter zu gehen. Ja, wenn wir da mal einen sicheren Weg runterfinden. Hier runter oder so. Warte mal. Wir müssen uns merken, dass wir später in Südostrichtung müssen, okay? Moment. Die sehen so ekelhaft aus. Oh, warte, du hast Ekel. Ja. Alter. Hast du nicht gerade gesehen, dass ich beschäftigt war damit? Ja doch, bei mir wurde ja aber auch angezeigt, dass ich dir helfen kann. Dann helfe ich dir natürlich. Hier sind wir jetzt unten beim Fluss. Das ging doch schon. Da ist gerade eine Kokosnuss runtergefallen. Ah, da. Ja, ich seh's. Dann kann ich mir auch kurz so ein Ding machen. Wie hast du die jetzt gemacht? Muss ich da eine ganze Kokosnuss nehmen, oder? Ja, genau. Wie? Genau. Und dann einfach ein Seil? Seil und Kokosnuss. Kokosnuss-Bidon. Oh, das sieht wieder aus wie... Wie genau hast du die aufgefüllt? Alter, du hast es mir vorhin erklärt, wie ich die auffülle. Kann ich aber... Okay, hier am Wasser kann ich es aber nicht auffüllen. Ist aber ein bisschen doof. Hast du dreckiges Wasser. Oh, warte mal, die Blume ist hier, läuft hier? Ich glaube, die Blume nehme ich mal mit, weil die ist, glaube ich, die heilt irgendwas. Okay. Alter, was läuft hier?
Das macht mich ja wahnsinnig. Ich habe jetzt den Sound mal auch so laut, dass es wahrscheinlich die Zuschauer hören. Okay, hier liegen ja Verlaufen rum. Wo bist denn du hingelaufen? Bleib mal kurz stehen. Ah ja, okay. Was hast du gesagt, wenn Fliegen sind? Ah, Tierexkremente. Brauchen wir sowas? Ich hab's noch nicht gebraucht, aber ich hab's in meinen gesammelt. Okay. I need to rest. Und ich muss schlafen. Ja, ich leg mich mal kurz hier in den Wald. Jo. Alter, was ist das für ein Riesenbaum? Ich beschütze dich, okay? Mach du. Aktuell geht es mir tatsächlich recht gut. Ja, mir vergleichsweise auch. Ich brauche nur. Hier ist schon wieder ein toter Papagei. Alter, lass mich mal hier drüber laufen. Hier Bananen essen. Nee, Tokan. Achso. Sei es im Grunde das Gleiche. Ich muss noch eine Banane essen. Wobei, ich habe hier eine unbekannte Frucht. Ich esse die mal. Mhm. Ne? Mhm. Die Kohlenhydrate und schlecht. Hydration. Das ist nicht schlecht. Hydration brauche ich gerade nicht so zwingend. Okay. Aber wir können jetzt mal weiter. Also ich kann jetzt weiter. Ja. Schauen wir mal weiter, wa? Mhm. Weißt du noch, wo es nach Hause geht? Finden wir bestimmt. Okay. Bei The Forest wurde das ja immer noch angezeigt. So, hier ist dein Zuhause. Vielleicht sind das nicht alles Bananenbäume? Wo auf jeden Fall Bananenblätter wachsen. Ja. Käfigfalle. Du? Komm mal hier bitte zu mir. Hier sind Häuser. Oh. Wie habe ich die gerade übersehen? Warum sind hier Häuser? Kann man hier Sachen mitnehmen? Was hängt Nein, da? Ich will kein Bananenblatt. Hier sind größere. Ich habe Bananen gefunden. Steinring. Hier sind lauter Sachen, die bestimmt super nützlich wären, aber die kann man nicht einsammeln. Wir können ja hier ein zweites Lager aufschlagen. Eine Hängematte, in der man schlafen kann. What? Und ein Knochenmesser. Oh. Was ist hier? Nichts. Alter! Okay. Alter! Oh Nico, erschreck mich nicht so! Ein bisschen Juli erschrecken geht immer. Junger Vater! Was ist das denn? Das ist ja ein Riesenlagerfeuer. Trockengestell. Aha. Ist hier irgendwo was kann ich denn hier trocknen? Na. Warte mal, ich muss kurz den Kokosnuss. Sind wieder Apfelschnecken und irgendwelche Pilze. Und hier hat es wieder so ein Gestell. Alter, das ist voll hübsch hier. Und vor allem groß und offen. Wir haben eine große Fläche. Ja. Was ist das? Was ist was? Was ist da? Oh, da hängen. Das war ja ganz am Anfang auch schon da, wo wir gespawnt sind. Okay. Ich würde die Tour vielleicht gar nicht mal so weit machen. Echt? Würdest du zurückgehen? Ja. Ja, ich würde mich zumindest mal kurz dort hier ausruhen. Ausruhen, wenn du mal kurz zurückkommen würdest. Ausruhen, ja. Ja. Hinlegen und kurz schlafen oder was? Ja, ja. Weil ich hab grad. Oh shit.
Ich habe noch unbekannte Früchte gefunden. Weil ich habe gerade nicht gerade viel Energie. Deshalb würde ich mich mal kurz hier hinlegen. Jo. Dann tue ich das auch. Alter, das ist ja mega geil hier. Und jetzt sterben wir. Oh, Nico, 12. wir brauchen unbedingt eine Hängematte. Ja, die regeneriert so schnell hier Energie. Ja, ich lag auch gerade. Achso. Oh. Es ist jetzt Mittag. Okay. Und ich habe einen Wurm. Das ist schlecht. Brauchst du. Ich kann ihn dir wegmachen bestimmt, oder? Ja, warte mal, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja, hab ich noch. Oh, ich weiß, warum ich so schnell Energie verliere. Mein Rucksack ist voll 47,2 von 50. Oh. Und ich muss mich untersuchen. Ah ja, hier. Ah nee, scheiße. Hast du keinen Knochen? Ich bin ja gestorben. Ah, mein Knochenspieß ist weg. Ja. Ich hab doch gerade so ein Knochenmesser gefunden. Kann ich das nicht verwenden? Hier, Knochenmesser. Nein, okay. Ja, dann geh ich mal auf die Jagd und hoffe, dass ich irgendwo ein Viech finde. Jo, jo. Ich helf dir. Hier sind Fische, vielleicht kann ich dir irgendwie mit einem Fisch helfen. Fische? Oh. Ja, Fisch kriegt nicht zumindest auch nicht verkehrt. Hast du schon ein Viech? Nö. Weit und breit nix. Was ist das, weißt du da? War das gut, Larven zu essen? Larven? Keine Ahnung. Ich höre doch hier was rumlaufen. Warum sehe ich nichts? Oh shit. Ich bin zu schwer. Wo bist denn du hin? Noch ein bisschen weiter. Ah. Was hab hier? Kein Viech ist. Ja. Doch, warte. Ich sehe was. Wo? Hier oben bei mir. Oh. Ich habe aber gerade auch hier noch so eine Leiche von einem Tier gefunden. Und da gibt's auch Knochen. Also ich habe jetzt selber einen Knochen. Du hast einen Knochen? Ja. Wie war das? Sammeln? Knochennadel, genau, so. Knochennadel. Shit, habe ich getroffen? Wie ging das jetzt nochmal? Also untersuchen, hier. Und da die Knochennadel drauf, genau. So, geistige Gesundheit. Shit, irgendwo hier muss ein totes Viech liegen. Hörst du auch was? Ich weiß nicht, ob das ein Puma war? Irgendwie sowas, so Raubtierartiges. Weil zumindest mein Speer ist nicht mehr da, also muss es in dem Viech drinstecken. Ich such noch nach dem Viech und dann treffen wir uns wieder da bei den Hütten, oder? Ja. Aber es muss es eigentlich getroffen haben. Er hat's wieder Bananen. Mitnehmen, Bananen immer mitnehmen. Mhm. Kann ich eigentlich auch mal eine essen? Ich hätte mir eigentlich mehr erhofft. Dass man noch was findet.
Was Spannendes. Hier, ja, wir haben ja das Lager da gefunden. Hier liegt kein Tier. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Ein Vogelnest. Lol. Aber ich glaube, Bäume gehen uns nicht aus, weil wir uns das mal gefragt haben. Oh, Kacke. Außer ich hab's echt nicht getroffen und mein Speer liegt hier irgendwo. Nee, es ist. Aua. Was? Schlange? Was ist? Ich hab mir gerade eine vergiftete Wunde zugedeckt. Hier ist ein Frosch. Ich hab auch eine vergiftete Wunde. Von was denn? Lol. Vom Frosch? Ja! Alter! Wie war das nochmal, um sich zu untersuchen? Ich verliere so schnell Leben. Schlecht. Ja, ich auch. Ganz schlecht. Ich ganz auch. Schlecht. Vor allem, ich habe 8-mal Gift. Ich werde sterben. Scheiße. Was hilft gegen Gift? Sag mir schnell. Wurm. Nein, Dreck. Nee, auch nicht. Gift. Hier. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Vergiftete Wunde. Kleinere, bei größeren Giften ist es notwendig, ein Verband in Kombination mit einer Pflanze. Boah, Alter, keine Ahnung. Soll man uns. Ich höre Stimmen. Du auch? Was hörst du? Ich höre Stimmen. Was für Stimmen? Ja, Stimmen. Warum hörst du Stimmen? Jetzt höre ich mein Herz klopfen. Bitte was? Ja, also ich sterbe jetzt im Moment. Ich lauf ganz schnell wieder zurück. Wo bist du? Zum Alter, die Giftwunde ist ja mega kacke. Irgendwie ist das Lager jetzt nicht da, wo ich gedacht hätte, dass es ist. Ich seh dich auch nicht. Aua! Wo bist du? Scheiße. Das ist jetzt ganz schön belastend. Gut, also meine Sachen sind weg. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich war. Ich hab dich auch nicht gesehen. Ja. Ich bin jetzt am Lager. Ich auch. Also an unser Lager. Nee, da komme ich nicht hin. Oh, Kacke. Soll ich einfach YOLO-mäßig dir entgegenkommen und hoffen, dass ich was im Weg finde oder so? Nee, ich würde jetzt einfach hier so lang sein, bis ich sterbe und dann dort wieder hinlaufen. Tatsächlich. Okay. Das heißt, ich bleib hier, oder? Würde ich mir damit ich sagen. Ich werde auch gleich sofort sterben, also ja. Ja, okay. Oh, hoppsa. Ich leg bloß mal schnell das hier raus. Also ich hätte ja mal eine Vermutung, wo meine vergiftete Wunde herkam, aber wo kommt deine her? Ja, ich hab einen Frosch aufgenommen, lebendig, und das ist ein Giftfrosch gewesen. Ach so, lol. Ja, und dann habe ich 8 Vergiftungen gekriegt. Krass. Und einmal Fieber. Ich bin eigentlich ja, sofort auch tot. Kann man nicht irgendwie so rechtsklick die oder so? hier selbst töten. So. Leute, es war schön. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schaltet auch in der nächsten Folge ein, wenn wir wieder hierher laufen und unsere Sachen einsammeln. Ich weiß, dass du durstig bist. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.